Ja, hallo Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, soll ich sagen, der Titel der Folge, der sagt's ja eigentlich schon, man soll aufhören, wenn's am schönsten ist. Und ja, wir machen jetzt einfach erstmal einen Cut. Folgender Hintergrund. Sie sind auf der Suche nach knallhart recherchierten Themen, einem aussetzerfreien Gesprächsfluss ohne Abschweifungen und einer Top-Audioqualität ohne störende Hintergrundgeräusche. Dann gehen Sie bitte weiter, es gibt nichts hier für Sie zu hören. Alle anderen sind herzlich eingeladen, mal bei mir vorbeizuklicken, www.brombeerfalter.de. Ehrlich, communitylos und unabhängig seit 2013. Wir verabschieden uns von Podpress und switchen jetzt einmal zum Podlove Publisher. Das setzt natürlich voraus, dass man das alles wieder neu aufsetzt und die Feed-URL anpasst etc. Drum gleich mal vorweg, bitte behaltet unsere Social-Media-Kanäle im Auge für die neue URL dann für den Feed, weil kein Plan, wie die dann später heißt oder wie wir das dann machen. Auf alle Fälle passiert das alles das Wochenende. Das heißt, wieder gut zu tun, halbwegs wieder fit und gleich wieder so eine Aktion, aber gut, ist halt so. Ne? Weil da wird sich ja dann die Feed-URL wieder ändern und dann ist das wieder so ein Geschiss, weißt du, dass man das wieder kommuniziert und jeder wieder abonniert. Ich hoffe ja mal, dass das alles irgendwie halbwegs automatisch passiert. Und dann mit dem iTunes Connect kann man ja ein wenig rumspielen, ne? Also habe ich schon gesehen. Ja, mal schauen. Ja, Freunde, ihr riecht's schon, ne? Das Thema Kapitelmarken, ne? Oft schon mal angesprochen, aber naja. Jetzt schaue ich halt einmal, was so geht. Auf alle Fälle setzen wir erstmal auf ein neues System auf. Haben somit dann den Podlove Publisher und sind somit erstmal wieder am Puls der Zeit. Einmal, was das Podcasten angeht, also um den Podcast euch bereitzustellen. Was das Streaming angeht, wollen wir auch an den Puls der Zeit. Drum, Leute, haltet euch fest. Ab diesem Dienstag schon streamen wir live über Twitch. Da haben wir einen eigenen Twitch-Kanal, der ist verlinkt. Das heißt, wenn ihr uns live hören wollt, entweder einfach die URL aufrufen, unseren Kanal, und dann könnt ihr uns hören, oder ihr habt eine App. Na, für Twitch gibt's ja für jede Plattform Apps, wo man sich installieren kann und dann einfach da drüber hören. Das Coole ist halt, dass Twitch auch gleich einen Chat mitbringt, wo wir dann praktisch auch Administratoren sind, wenn es mal irgendwo Stress geben sollte oder so. Wenn du da mitchatten möchtest, naja, musst du halt einen Account machen bei Twitch. Das sind zwei Minuten erledigt, wenn überhaupt. Kostet auch nichts. Und Twitch bringt uns halt den Vorteil, dass wir halt mehr machen können, ne? Also mit den Hörern. Das heißt, wir können auch mal mit Medien arbeiten, dass wir euch dann Bilder freigeben oder dass wir mal eine Webcam-Session machen oder sonstiges halt einfach mal, ne? Ich denke mal, das ist der Puls der Zeit. Es ist halt so. Und dann schließen wir uns da an, ne? Mal wieder wegen rum experimentieren. Ich denke mal, die ersten Sessions, die werden ja nicht so prickelnd, aber ne, wir lernen ja dazu. Ich meine, die größte Herausforderung ist erstmal ein cooles Bild irgendwie zu erstellen, aber ja, kriege ich schon irgendwie noch. Drum, Leute, bleibt bitte auf dem Laufenden. Einmal über unseren Social Media, über Twitter, über Facebook oder auch nochmal auf dem Blog selber, dass sich eben die URL vom Feed ändert. Sobald die bekannt ist, werde ich die auch raustwittern und der Micha bestimmt raus Facebooken und so. Und ja, dann schauen wir mal, was der Publisher so bringt, ne? Also, ich wünsche euch was. Blau, sauber. Bis Dienstag. Ciao.